Man möchte ja immer als Mann wissen, wie geht's bei einer Meerjungfrau eigentlich unten weiter, ne? Also, moin, liebe Leute. Hallo, hallo. Es ist ja jetzt so ein neuer Trend mit diesen Witzen, egal wie. Mhm. Und ich habe für Willi mal ein paar vorbereitet. Ja. Mal hören, was er davon hält. Schön, Witze sind immer gut. Ja. Egal wie pleite du bist, ja, du kannst dir immer was von der leihen. Oh! ja, das ist wahrscheinlich der einzige Zusammenhang, in dem man über die lachen kann. Finde ich sehr gut. Gefällt mir. Egal wie sehr du Jungfrau bist, Ariel ist mehr Jungfrau. Ist eher was für Frauen, der Witz, ne? Nö, Männer interessieren sich auch dafür. Kannst du nicht sagen. Man möchte ja immer als Mann wissen, wie geht's bei einer Meerjungfrau eigentlich unten weiter, ne? Und wo hört das auf? Und wo fängt das an? Also, das ist schon auch ein Männerwitz. Das ist ein Männerwitz. Ja, finde ich schon. Eine Männerfantasie. Setzt Fantasie frei. Ja, eine von den Männerfantasien. Wie machen es die Meerjungfrauen? Genau. Ja. Egal wie laut du Bach hörst, Heiner hört lauter Bach. Hey, ja, Gott, ja, ein bisschen überschätzter Schauspieler, aber schönes Wortspiel. Ja. Egal wie Fisch du bist, Helene ist Fischer. Yeah, meine Helene, das ist gut. Deine Helene. Mhm. Ja, natürlich ist das. Lässt ja tief blicken. Doch. Egal wie leer du bist, Willi war Lehrer. Ja, das ist und ja. Und was für einer? Egal wie jung du bist, Judas war jünger. Haha, ja, das ist gut. Das gefällt mir sehr gut. Egal wie jung, ja, Judas war jünger. Na? Schön, hübsch. Ja. Judas, der Verräter. Ja, ja. Der wird das ja sehr unterschiedlich gesehen, das muss man ja einfach sagen. Ja, das wollen wir jetzt nicht theologisch aufdröseln. Wenn ihr noch mehr davon auf Lager habt, dann schreibt die doch uns hier unten hin. Also ich bin schon ganz gespannt auf die Kommentare. Diese Art von Witzen oder wie man das nennt, finde ich toll. Ja, also mir gefallen die auch, habt ihr ja gemerkt. Tschüss. Macht's gut.